Oha! In diesem Video sagen die beiden Top-Schauspieler des deutschen Films Jürgen Vogel und Moritz Bleibtreu mal ganz offen, was sie eigentlich wirklich voneinander halten. Jürgen Vogel, was soll man über Jürgen sagen? Muss ich über Moritz reden oder was? Jürgen ist... Er hat schon richtig einen an der Mammel. Was soll ich denn noch über ihn sagen? Alter, ich habe 20 Jahre erfolgreich verhindert, dass ich mit dem Arschloch drehen muss. Soll ich jetzt sagen, was? Wir sind die besten Freunde geworden und so ein Scheiß, oder was? Manche finden ihn sexy. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Ist das mein Problem, oder was? Ups, aber keine Sorge, zum Glück ist alles nur Promo für ihren neuen Psychothriller Stereo, der am 15. Mai in den Kinos anläuft. Echten Zoff wird es dafür bei diesen beiden geben. Weltmeister Wladimir Klitschko verteidigt am Samstag seinen Titel gegen den Australier Alex Liepai in Oberhausen. FC Bayern Superfan Kai Pflaume lässt kein Spiel aus und reist seinem Lieblingsverein sogar bis nach Madrid hinterher. In der Halbzeit schickt er dann via Facebook-Video den Zwischenstand 1:0 für Real. Und dabei blieb es dann auch. RTL-Restauranttester Steffen Hensler Facebook dieses Foto von einer höchst komplizierten Waschanleitung und dem Hinweis: oder gib es deiner Frau zum Waschen, das ist ihr Job. Ja, Männer machen es sich gerne leicht. Und tierisch geht es bei den beiden heute zu. Schauspieler Jörn Schlönvogt postet diese schielende Katze seiner Oma und Rapper K1 Facebookt seinen Mops Coco mit diesem coolen Accessoire. Sehr süß, und damit bis zum nächsten Update.